Jo Leute, was geht ab? Mein Name ist Shrimp Warrior und hier seit... Achso. Wollten wir ja gar nicht mehr. Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Phil von Shrimp Warrior. Und heute begrüße ich euch zum Teil 2 des 100 Liter Aquarium, was wir heute einrichten. Hardscape und Pflanzen sind schon drin. Da habe ich euch leider jetzt nicht mitgenommen, aber ich werde euch das jetzt im Nachhinein zeigen. Ihr seht, ein Schlauch füllt gerade schon die ganze Sache ein. Und ich nehme euch jetzt ein bisschen mit, wie man am besten so ein Aquarium mit zärtlichen Pflanzen, die vielleicht nicht die geilsten Wurzeln haben und nicht die standfestesten sind in dem Soil, Sand und Co., was auch immer ihr benutzt. Wir gehen jetzt noch mal ein bisschen genauer drauf ein und ich hoffe, ihr habt Spaß. Wenn es euch gefällt, ihr wisst ganz genau, Daumen nach oben, Daumen nach unten, alles hilft. Vielen lieben Dank dafür und haut rein. So, wie ihr sehen könnt, ist die ganze Geschichte jetzt schon bis zur Hälfte mit Wasser voll. Ich habe hier ganz normal einen Schlauch vom Waschmaschinenanschluss eingefüllt, der natürlich noch mit eiskaltem Wasser ist. Und ja, wir haben hier ein paar Bodendecker drin, wie ihr sehen könnt, ja, die sich nachher hoffentlich auf der Breite verteilen mit der nötigen CO2-Anlage in ein kleines Palmchen. Jetzt haben wir noch ein bisschen natürlich Reste vom von den Mineralien und Co., was ich alles schon in den Bodengrund eingegeben habe. Und ich denke mal, das wird eine feine Sache hier. Vielleicht werde ich hier den Bodengrund noch mal ein bisschen begradigen. Das machen wir alles zum Schluss, wenn das Wasser komplett drin ist. Ich sage, wir haben einen Außenfilter, der da oben den Auswurf wieder hat. Wir haben einen Schwammfilter und einen Bodenfilter, um Kombination zwischen Aquascape und Garnelenzucht zu perfektionieren. Ja, ich würde sagen, wir warten jetzt ab, bis das Ganze voll ist und dann geht's weiter. Meine Damen und Herren, die Geschichte läuft alles. Alle Filter sind problemlos angesprungen. Ihr seht alles so, wie es sein soll. Ja, natürlich haben wir jetzt auch eine leichte Trübung drin, die morgen, denke ich mal, abgeheilt werden soll. Ja, im nächsten Teil wird es dann weitergehen mit der Installation der CO2-Anlage und des Computers. Auf den weise ich euch jetzt nochmal drauf hin. Beziehungsweise jetzt kommt nochmal ein kleiner Einschnitt von dem Computer, den ich mir gegönnt habe.